Herzlich willkommen zurück zu Neonerd Ringkampfdivision, kurz NRD. Level Up heißt die Show. Wir sehen heute Peter Griffin gegen den legendären, viel zu früh verstorbenen Brody Lee. Und Peter Griffin ist momentaner Germany Champion. Das heißt, auch hier steht ein Champion-Regentschaft auf dem Spiel. Wenn er verliert gegen Brody Lee, sind die nächsten Herausforderer nicht weit weg. Wir gehen in die den Neon Dome und warten auf den ersten Kontrahenten. Hier sehen wir Peter Griffin aus Quahog. Making his way to the ring from Pawtucket, Rhode Island, weighing in at 368 pounds, the action champion, the terrible daddy. It's all about Peter Griffin als Germany Champion. Er hat den kleinsten Gürtel der Liga. Es passt, ist auch ganz gut, dass er ihn auf der Schulter trägt. Um die Hüften wird er ihm wohl nicht passen. Und jetzt kommt der leider viel zu früh verstorbene Brody Lee. And his opponent from Buffalo, New York, weighing in at 275 pounds, Brody Lee. All these superstars come into this match incredibly hungry to prove their dominance. I can't wait to see what unfolds. Falls ihr euch fragt, warum es keine Musik hier gibt, das hat einen ganz einfachen Grund. Musik ist Copyright behaftet und das wollen wir ja nicht, ne? Deswegen ist die Stimmung ein bisschen ruhiger. Aber Brody Lee wird hier ein schwerer Gegner werden. Gegner werden für Peter Griffin, dem amtierenden Germany Champion. And while this is a non-title matchup, let's not ignore that the champion is quite the chip on their shoulder coming into this. Oh, da gibt's einen harten Schlag. Oh, da hat er versucht, ihn zu treffen, aber nein. Ein Reverse DDT von Brody Lee. Eine ganz miese Geschichte. Oh, nochmal ein Angriff auf den Kopf. Oh, Peter Griffin kriegt eine nach dem anderen gerade verpasst. Lee will's wissen. Oh. Jetzt kommt Peter Griffin mit einem riesigen Dropkick. Oh, oh, ein Knee-Drop auf den Körper. Oh, jetzt ist es tatsächlich... Oh, oh, oh. Brody Lee verlässt den Ring. Aber das lassen wir uns nicht bieten. Peter Griffin geht mit Kicks auf ihn los. Und oh, wer hätte das gedacht? Oh. Brody Lee kommt zurück. Oh, Schlag für Schlag treibt da Peter Griffin weiter in Richtung Boden. Aber auch Brody Lee kommt zurück. Mit Kicks und Ellbogen. Was für eine Kombination! Unglaubliches Moveset. Jetzt schickt er ihn zurück in den Ring. Was für ein Spinning Elbow. Er geht tatsächlich aufs oberste Ringseil. Gibt's ein Flying Elbow auf den Rücken. Unglaublicher Move. Er feiert ein bisschen mit dem Publikum. Mit krassen Karate-Moves. Oh, was für eine Kraftdemonstration! Oh, dafür gibt es einen Dropkick von Brody Lee.
Ein Neckbreaker, wieder ein Angriff auf den Kopf. Oh, elegant gekontert. Was für ein Big Boot von Peter Griffin. Nochmal ein Angriff auf die Hände. Oh. Oh, die Faust direkt ins Gesicht, obwohl er eine Brille trägt. Unangenehm. Aber Brody Lee kommt immer besser ins Match zurück. Oh. Oh, da gibt's einen Chokeslam. Doch nicht. Einen unglaublichen Faustschlag in die Magengegend. Oh, nochmal der Faustschlag. Oh. Er ist schwer benommen. Er liegt in den Seilen, meine Damen und Herren. Brody Lee kriegt Oberwasser. Ein schwerer Angriff auf den Ellbogen. Noch einmal in die Seile gejagt. Hier ist Brody Lee. Er kommt. Peter Griffin kommt zurück. Oh. Sie wechseln sich förmlich ab, wer in die Ringecke gehört. Oh, schwerer Angriff aufs Ohr nochmal. Oh, ein DDT in den Ring hinein. Er klettert aufs oberste Ringseil. Was werden wir zu sehen kriegen? Einen unglaublichen Knee Drop. Jetzt wird es den Finisher geben von Peter Griffin. Verbissen guckt er rein. Ein Torture-Rack! Nie irgendwas! One! Two! Oh, nur bis zwei hat der Ringrichter gezählt. Nur bis zwei. Aber die Angriffe gehen weiter. Oh, noch mehr unglaubliche Angriffe. Oh, er hört nicht auf. Wie beim UFC-Fighting sitzt er inzwischen auf ihm drauf. Was für ein Elbow. Er hört einfach nicht mehr auf, ihn zu traktieren. Oh, ein unglaublicher Knee. Jetzt noch einmal. One, two, three. Peter Griffin ist der Champ, weil er der Champ ist. Selbst eine Legende wie Brody Lee konnte ihn nicht besiegen, auch wenn er ihn sehr hart im Bedrängnis... Oh nein! Wen haben wir denn da in seinem Hintergrund? Oh Gott. Wir haben eine direkte Konfrontation von Stan Marson. Heißt das Stan Marson? Bin mir nicht sicher. Aber er zeigt ihm den Titel ganz klar. Ich sage danke fürs Zusehen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt NRD Level Up!